Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Pearl TV, live aus unseren Pearl TV Studios hier in Buggingen. Und glauben Sie mir, wir werden Ihnen jetzt in den kommenden Minuten genau das zeigen, was das Heimwerkerherz schlicht und ergreifend etwas höher schlagen lässt. Denn gerade jetzt beginnt so langsam die Zeit, wo man so vor sich hingezogene Projekte oder vor sich hingeschobene Projekte einfach mal realisieren möchte. Das Dach muss abgedichtet werden, bevor die ersten Herbststürme einsetzen, ja? Von mir aus möchten Sie auch ganz gerne noch den Wintergarten fertig kriegen, bevor es richtig kalt wird. Vielleicht haben Sie aber auch noch das ein oder andere noch offen im Schrebergärtchen, vielleicht rund ums Haus wollen Sie noch ein bisschen was erledigen. Da brauchen Sie vernünftiges Werkzeug für und genau das zeigen wir Ihnen. Ich freue mich richtig drauf, Ihnen die Sachen zu zeigen, tue das aber nicht alleine. Kollege Kai ist mit am Start und da bist du jetzt genau in deinem Element, Kai, oder? Ja, gut, ich bin ja schon lange raus aus der Nummer, aber trotzdem ist es so, dass ich eben die Dinge gerne auch noch selber mache. Wir haben jetzt hier in den nächsten Tagen einen kleinen Küchenumbau und ich habe es mir nicht nehmen lassen, da auch mitzumachen. Man muss ja auch ein bisschen drin bleiben. Tatsache ist, dass viele Handwerker, Hobby- oder semiprofessionelle Handwerker zu Hause immer so bei kleinen Dingen, die man bei einem Profi sieht, verzweifeln, weil sie die irgendwo draußen im Fachmarkt oder im Baumarkt nicht bekommen und wenn dann nur zu Geld, wenn man sich sagt, sorry, also bitte, das brauche ich echt nicht. Es gibt aber viele kleine Helferlein, die stellen wir Ihnen jetzt nach und nach vor, die bei uns eben für kleines Geld zu bekommen sind und die eben wirklich sehr hilfreich sind. Und anfangen tun wir daran, das hat Carsten schon in der Hand, mit der Thematik, wie messe ich es denn aus zu Hause bei mir oder ja, wie kriege ich denn überhaupt meine Quadratmetermaße, meine Kubikmetermaße hin, um überhaupt mal einen Überblick zu kriegen. Da würde ich ja spontan erstmal zu einem Zollstock oder zu einem Metermaß greifen, habe aber dann wieder das Problem, dass wir eine Fliege im Studio haben, das ist sehr lästig, wie ich finde. Und zum anderen bist du natürlich mit Maßband und mit Zollstock nie so wirklich genau. Und deswegen haben wir hier einen elektronischen Messer, der Ihnen tatsächlich diese lästige Arbeit mit einem Zollstock oder mit einem Maßband schlicht und ergreifend abnimmt. Das hier wäre der Klassiker, dass unser Ultraschalldistanzmesser hier genauso gut funktioniert. Das können wir Ihnen hier entsprechend zeigen. Sure. Macht natürlich durchaus dann Sinn, wenn ich zum Beispiel mal gucken möchte, wie viel Material brauche ich eigentlich? Zum Beispiel für den Boden, wie viel Laminat brauche ich, wie viel Platten brauche ich? Also Tatsache ist, dass ich hier einfach in kürzester Zeit mal Raummaße nehmen kann. Gesetzt den Fall, Sie sind mit Ihrem Makler oder mit Ihrem neuen Vermieter unterwegs und umgezogen und wollen sich mal dafür interessieren, wie viel Quadratmeter die Wohnung denn wirklich hat. Denken Sie mal an das Thema Kniestock, ne? 1,10 Meter, 1,20 Meter, 1,60 Meter, wie viel Prozentanteil ich brauche ich. Und insofern kann ich mir einfach mal schnell durchrechnen, wie viel Quadratmeter hat so eine Wohnung denn. Oder, wie du es gerade sagst, es geht darum, Bodenbeläge zu kaufen. Mhm. Hier habe ich den Riesenvorteil, das ist eine Einhandbedienung. Ich kann bis zu 19 verschiedene Strecken addieren. Ich kann aber natürlich auch multiplizieren und dann eben die Kubikmeter ausrechnen. Und der Messbereich ist von 0,5 bis 15 Meter. Also 50 Zentimeter bis 15 Meter. Und damit kann ich eigentlich alles ausmessen, was ich zu Hause so brauche. Jetzt würde mich ja mal interessieren, wie viel Quadratmeter haben wir es eigentlich von dieser Position hier in diesem Bereich? Jetzt würde ich normalerweise anfangen, würde meinen Zollstock nehmen, würde dann wieder vielleicht einen Kugelschreiber oder was dazu nehmen. Jetzt schalte ich einfach das Gerät an und ich drehe ungern den Rücken zu, bitte nicht falsch verstehen, in dem Fall muss ich es aber mal tun. Jetzt habe ich diese Entfernung, das sind 3 Meter und 33 cm. So, mal diese Entfernung bis zur nächsten Wand. Das heißt, ich bin bei 5,73 Quadratmeter. So, zeigen Sie mir das in einer ähnlichen Geschwindigkeit. Mit einem Zollstock bzw. mit einem Maßband, das halte ich für völlig ausgeschlossen. Wenn wir jetzt also auch noch die Kubikmeter, also das Raummaß, ermitteln möchten, kommt natürlich noch die Y-Achse dazu, bzw. die Z-Achse, das wäre diese dann hier. Aber ich weiß nicht, ob die Studiodecke das mitmachen würde. Ob da überhaupt in Sachen Ultraschall was kommt. Die reflektiert. Mal gucken, warte mal, wenn ich also nicht wie unsere akustischen Wände hier, die es eben nicht schaffen, sondern Decke müsste es normalerweise packen. Ist nämlich Metall und er hat auch schon getickert. 17,3 Kubikmeter. So, das bedeutet also, das Eckchen von da bis da hinten mit Deckenhöhe, sofort haben Sie auch schon mal den Umfang und können zum Beispiel auch mal ausrechnen, was denn Ihr Haus dann an Kubikmetern von den Heizkörpergrößen irgendwann brauchen sollte. Jeder Heizkörper braucht ja die passende Größe, damit sozusagen die umgewälzte Luft im Raum passend zur Quadratmetergröße beheizt wird oder zur Kubikmetergröße. Und so können Sie sich das ganz einfach rausrechnen. So, das ganze gute Stück kostet noch nicht mal 13 Euro und wird Ihnen unglaublich viel Arbeit, lästige Arbeit, nervige Arbeit beim Messen von Entfernungen, von Quadratmetern, aber auch von Kubikmetern abnehmen. Wir haben es Ihnen gezeigt, wie schnell es funktioniert. Bis 15 Meter können Sie locker gehen und das eben für unter 13 Euro. Bestellnummer ist die NC5411 und die 569. Ganz kurz noch eine Kundenstimme zu unserem Distanzmesser. Sehr einfach zu bedienender Entfernungsmesser, schreibt unser Kunde aus Linden, zu einem günstigen Preis. Wer beim Räumeausmessen nicht 100 Mal den Zollstock aufklappen will, sollte auf jeden Fall auf dieses Gerät
nicht verzichten. Hier sehen wir es nochmal. Wir sind mit unserem Gerät genauso gut wie jeder Zollstock, wenn nicht sogar noch besser. Und das für noch nicht mal 13 Euro. So, was haben wir als nächstes? Den 3-in-1-Detektor. Macht's. Und schon haben sie auf ihrer Bohrmaschine keinen Strom mehr drauf. Das kennen sie. Das ist ihnen wahrscheinlich im Leben auch schon einmal passiert. Ne? Es wird ihnen aber nie wieder passieren, weil wir mit einem sogenannten 3-in-1-Detektor hier die wichtigsten Dinge zu Hause mal checken können in der Wand. Weil wie sieht es mit Strom aus? Wie sieht es mit Metall aus? Wie sieht es mit Holz aus? Bedeutet also, sie kommen in eine neue Wohnung oder sie haben vielleicht eine Trennwand in ihrem Haus eingezogen vor Jahren aus Rigips. Da haben sie mal die U- und die C-Profile. Die C-Profile sind die Ständerprofile. Und da wollen sie irgendwann noch mal wissen, wo sind denn diese Metallprofile eigentlich geblieben? 55 cm haben die normalerweise im Schnitt im Abstand. Das ist die Normung bei den klassischen Rigipswänden. Trotzdem kann es ja mal sein, dass man eine Querverstrebung drin hat oder halt einfach zu Hause mal gesagt hat, naja, ich mache mal einen bisschen kürzer, damit es besser hält. So, damit können Sie all diese drei Möglichkeiten, Holz, Strom und Metall, testen. Jetzt zeigen wir Ihnen mal, wie das funktioniert. So, und das ist wirklich Ihre Sicherung quasi gegen unangenehme Überraschungen, die sich normalerweise hinter der Tapete befinden. Entweder haben sie vergessen, wo die Leitungen liegen, vielleicht sind sie aber auch gerade umgezogen. Bestes Beispiel meine Schwiegereltern. Das Haus ist gebaut worden 1887 oder sowas. Da ist alles krumm und schief. Da hat man, glaube ich, an Statik und so weiter noch gar nicht großartig gedacht. Pläne gibt es nicht mehr, das heißt, man kann nicht mehr nachschauen. Also kann man versuchen, mal ein 6er-Loch für einen schönen Spiegel in die Wand zu bohren, auf gut Glück. Wenn Sie Pech haben, treffen Sie eine Stromleitung oder eine wasserführende Leitung oder sonst irgendwas, was sich hinter der Wand befindet. Und schon stehen Sie ziemlich dumm da. Das kann sehr, sehr teuer und vor allen Dingen sehr, sehr langwierig werden. Dann lieber einmal genauer hingeguckt, was sich dahinter befindet. Das gilt natürlich für die Wände, das gilt auch für die Decke und auch für den Boden. Und dann sind Sie sicher und können ganz entspannt Ihre Regale oder was auch immer Sie anbringen möchten, hier an der Wand fixieren. Und dafür zahlen Sie noch nicht mal 24 Euro. Genial, tja, oder? So einfach ist es, gehört in jeden Werkzeugkoffer, den wir Ihnen nachher auch noch anbieten werden. Keine Sorge, alles dabei heute. Die Bestellnummer ist die NC5330 und die 569. Wir haben es für Sie eingeblendet. Und unter 24 Euro, rechnen Sie das mal hoch, bevor Sie mal ein Mauerwerk aufstemmen müssen, ist das doch viel einfacher. So, hier erkennt er einfach mal Holz. So, ne, ich bin auf Metall gerade. Also du bist auf mega Schraube? Ja, ja, okay. Erkennt die Schraube hier. Das wollte ich Ihnen nochmal zeigen, weil wir hier zum einen ein optisches Signal haben. Sie sehen das, je näher wir uns der Schraube, also in dem Fall dem Metall, nähern. Je näher wir uns dem Metall nähern, das ist ein toller Satz, haben wir zum einen diese Balken, die uns zeigen, wie weit ist es denn eigentlich noch bis zu dem eigentlichen Element, sprich also Holz, Metall oder Strom. Und zum anderen haben wir dieses akustische Warnsignal. Also das kann man weder übersehen noch großartig überhören. Das funktioniert mit Strom und auch mit Holz genauso gut. Ja? Lässt sich ganz einfach erklären, ist also hier an der Seite der Knopf, wo Sie die einzelnen verschiedenen Elemente durchschalten können, um das Ganze einzustellen. Und hier haben Sie natürlich noch den Scan-Knopf, um den Scan-Vorgang dann auszulösen, um zu gucken, was befindet sich eigentlich hinter der Wand. Gehört in meinen Augen in jeden Werkzeugkasten rein, genauso wie unser Distanzmesser als Ultraschall mit dem Ultraschallprinzip, die wir Ihnen gerade gezeigt haben. Super, oder? Also Thema Umbauen und nicht wissen, wo Leitungen sind oder eben zum Beispiel auch bei einem Fachwerkhaus. Kann auch mal sein, dass dann Putz übergezogen ist und dann heißt es dann Bautenschutz. Und dann sind Sie urplötzlich in irgendeinem Querbalken drin von einem Fachwerkhaus, wo Sie durchschneiden wollen, vielleicht eine Tür reinbauen. Und schon ist die ganze Statik im Eimer. Also mit sowas geht das wesentlich einfacher. Und das eben klein und handlich hat in jeder Tasche, eine Handwerkshose oder eben auch in jedem Werkzeugkofferplatz. So, das ist dieses. Und wir wären ja jetzt nicht hier in einer einstündigen Sendung, wenn wir nicht noch mehr hätten. Und da geht es jetzt mal zum Beispiel darum, Sie fahren in den Baumarkt, Sie wollen ja jetzt im Herbst noch vielleicht Dachdecken. Und da gibt es dann immer die klassischen Dachlatten, die dann draußen liegen. Die sind so mit Drähten zusammengebunden, die sind teilweise zwischen 5, kommt drauf an, 4,50 Meter oder 5 Meter lang. Und ja, die sehen schon irgendwie nicht so ganz so gerade aus. Die haben so ganz leichten Drehwuchs vielleicht drin und dann haben Sie die in der Hand, die sind klitschenass. Und das ist natürlich nicht wirklich der Sinn der Sache, klitschenasse Dachlatten aufs Dach zu knallen, weil sie jetzt in den nächsten Wochen bei den Temperaturen noch nicht mehr austrocknen. Und da können Sie doch ganz einfach mal erstens mal im Preis handeln oder zweitens dem, ja, Holzfachhandel, wo Sie unterwegs sind, mal sagen, hör mal, du verkaufst total klitschenasses Zeug. Und dafür haben wir den kleinen Kollegen, den Carsten in der Hand hat. Genau, das ist unser Holz- und Metallfeuchte Messgerät, unser Holzfeuchte Messgerät, was wir hier haben. Auch hier kann man sagen, einfach wie genial. Von der Bedienung her gibt es genau einen einzigen Knopf. Damit machen Sie das gute Stück an, beziehungsweise
Ausmachen brauchen Sie es gar nicht. Das springt automatisch nach ein paar Sekunden Inaktivität wieder in den Ausmodus. Und dann haben wir hier auch noch dieses Ampelsymbol mit Grün, Gelb und Rot. Das heißt, Sie kriegen also nicht nur in Prozent die Restfeuchte des Materials angezeigt, Sie kriegen also auch noch nach dem Ampelprinzip ganz klar mitgeteilt, ob das tatsächlich sinnvoll ist, ob man es verarbeiten kann oder nicht. Ein anderes gutes Beispiel ist Feuerholz zum Beispiel. Ja, klar. Ja, nasses Holz im Kamin, da steht Ihnen innerhalb von ein, zwei Minuten komplett die halbe Hütte unter Qualm hier. Das muss nicht unbedingt sein. Und da kann man natürlich auch direkt im Fachhandel mal einfach so ein Gerät in der Hosentasche mal mit sich führen und einfach mal gucken, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Restfeuchte hier in unserem Beispiel im Holz. Und dann können Sie sagen, okay, das nehme ich oder das kannst du ruhig noch mal ein halbes Jahr liegen lassen. Dann komme ich gerne wieder. Hast du nicht noch mal einen anderen Stapel? Ja? Finde ich ganz hervorragend. Ausgesprochen genau, 10,6%. Was Sie gerade gesehen haben, ja. Wir hatten ja eben noch eine Temperatur eingeblendet. Das heißt, zum Temperaturmessgerät ist es auch. Wir haben zwei Möglichkeiten hier zu messen, entweder Holzfeuchte oder Baufeuchte. Und die Holzfeuchte von 6,5-7% bis knapp, und das finde ich auch ganz interessant, 48%, um zu sehen, ist ja wirklich holznass. Sie können aber auch Baufeuchte messen. Das bedeutet also jetzt, Sie sind mit Ihrem Häuschen so weit, dass der Estrich drin ist. Das ist ja jetzt eigentlich so die Jahreszeit, wo es dann an den Innenausbau geht. Und dann ist ja immer das Thema oder das leidige Thema Estrich-Restfeuchte. Es kommt darauf an, was Sie drin haben, ob Sie ein Calciumsulfat, ein Anhydrid-Fließestrich haben, ob Sie vielleicht einen Zementestrich haben. Die brauchen ja alle dementsprechende Verlegereife, nennt man das. Das heißt, dann muss ich rausmessen, wie viel Restfeuchte ist denn in dem Estrich noch drin. Und mit dem können Sie sogar nicht nur hier mit 11,9%, wie Sie sehen, die Holzfeuchte messen, sondern Sie können eben jederzeit mit den beiden Dioden, mit diesen ja, Metallsteckern, die da vorne drauf sind, auch mal im Estrich ein Stückchen rausschlagen und auch da mal nachforschen, wie sieht's denn aus überhaupt. Oder zum Beispiel auch, ja, vielleicht haben Sie einen feuchten Keller, wollen mal nachmessen. Es gibt ja so Grenzwerte, wo man dann den Gutachter kommen lassen muss. Und so ein kleines Gerät ist da schon wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich. Ich finde es praktisch, zumal das so unglaublich einfach einzusetzen ist. Man muss hier wirklich eigentlich gar nichts beachten. Wenn es ausgeht, und das tut es nach ein paar Sekunden, wenn Sie es nicht benutzen, machen Sie es einfach mit dem blauen Knopf wieder an. So, dann geht natürlich auch das Display in den Beleuchtungsmodus über. Und dann gehen Sie einfach hin und stecken diese beiden Elektronen, ups, in das Holz hinein. So, jetzt sind wir hier bei einer Feuchte von, ich kann es lesen, für Sie wird es wahrscheinlich auf dem Kopf sein, 15,6, das ist grenzwertig, deswegen zeigt er mit dieser Leucht-LED also auch den orangenen Teil an. Wir haben hier mal eine Stelle etwas nass gemacht, damit wir auch da mal schauen können. Moment, wieder auf Null, schwupps, rein. Und da sind wir bei 33,2%. Wenn Sie das in den Ofen reinfeuern und versuchen anzumachen, werden Sie Ihre Schwierigkeiten haben. Und wenn es dann von mir aus anfängt zu glimmen, steht innerhalb von 2 Minuten die Hütte komplett unter Qualm. Also nützlicher Helfer für unter 13 Euro. Bestimmt auch mal eine tolle Geschenkidee. Wie fast alles übrigens in dieser Sendung, was wir Ihnen zeigen. Wenn Sie also einen Heim- oder Handwerker im näheren Bekannten-, Verwandten- oder Freundeskreis haben, der sich hier und da mal ganz gerne verwirklichen möchte, aber mit seinen Ergebnissen noch nicht ganz so zufrieden ist, haben wir, glaube ich, genau das Richtige in Sachen Utensilien, was er oder sie vielleicht brauchen kann. Deswegen bitte nicht zögern. Die Preise sind ausgesprochen günstig. Die Qualität passt. Die NC9062 und die 569 für unser restfeuchte Messgerät. So, wir sind beim Schraubenzieher-Set. Und da freue ich mich ja jedes Mal wieder drauf, weil ich sag mal, Schraubenzieher kann man ja nie wirklich genug zu Hause haben, oder? Du brauchst alle naslang mal einen Schraubendreher. Irgendeine Schraube wackelt immer, irgendwas muss man immer mal festziehen. Aber in der Regel hat man nicht wirklich das passende Werkzeug zur Hand, oder? Mal eine Nummer größer, eine Nummer kleiner, aber selten das Richtige. Und glauben Sie mir, das gehört in der Zukunft der Vergangenheit an. Moment, da geht er auf. So, und das Ganze auch noch praktisch eingefasst in diesen tollen Beutel hier. Ja, wer hat den denn geschüttelt? So sieht das normalerweise aus. Und da ist wirklich alles drin, alles dran, was man als Heimwerker haben möchte. Tja, so. Schraubenzieher gehören eigentlich in jeden Haushalt. Das Problem ist, man erbt mal einen hier, man hat mal einen da noch aus dem alten Handwerkskoffer. Und meistens liegen die dann genau da, wo man sie nicht findet. Hier alles perfekt in dieser Nylontasche, super sortiert, 100 Zeile. Feinwerker Elektronik-Schraubenzieherchen, die großen mit dabei, um zum Beispiel auch mal eine Holzlasurdose aufzumachen. Das sind meistens dann die großen hier. Das ist der Klassiker, damit kriege ich alles auf. Und natürlich auch eine ganze Menge Bits mit dabei, klassische Ratsche noch. Und das alles ist hier komplett in einem Set. Und damit hat zu Hause jedes Problemchen seinen Schrecken verloren. Jetzt blenden wir Ihnen mal ein, was denn alles komplett mit drin ist. Wichtig natürlich, alle Griffe ergonomisch, gummiert und natürlich auch nicht leitfähig. Das ist auch ganz wichtig. Vielleicht hat man einen Altbau, wo es früher noch keine Erdung gab. Da ist es manchmal ein bisschen kritisch, was anzubringen und anzuschrauben. Da ist es gar nicht verkehrt, wenn so ein Griff mal isoliert ist. So,
Also da ist wirklich alles mit dabei. Wir vermeiden es an dieser Stelle, Ihnen jetzt wirklich von Pontius bis Pilatus da also alle entsprechenden Größen mit auf den Weg zu geben. Aber es ist wirklich klasse, weil man eigentlich keinen Gedanken mehr daran verschwendet, ob ich jetzt den richtigen Schraubenzieher für meinen Potsy-Drive, für meine Potsy-Drive-Schraube habe oder für meine Kreuzschlitzschraube, die ich da irgendwo habe. Selbst die Innenkant, die Innensechskant-Geschichten kriegt er locker mit hin. Alleine diese Bit-Armada, die wir hier mit dabei haben, die finde ich schon Spitzenklasse. 62 Bits mit Schlitz, Kreuzschlitz, Torx, Sechskant, Vierkant. Also wirklich alles komplett mit dabei und eben schön aufgeräumt und sortiert. Immer alles griffbereit, alles hat seinen Platz. So mag es doch wirklich der Profi und der Amateurhandwerker zu Hause. Also das ist jetzt lange her. Mir hat damals mein Schreinermeister, als ich noch in der Lehre war, damals gesagt, wo gehört das Werkzeug hin? Und ich musste dann immer wieder antworten, da, wo ich es hergenommen habe. Und genau das ist es. Und damit finden Sie die Dinge auch wieder. Bei mir ist es jetzt lang her. Trotzdem hat das Handwerk mich immer ja, sozusagen behalten, weil ich auch viele Dinge gerne selber umbaue. Sie geht es wahrscheinlich genauso, wenn Sie zu Hause ein Häuschen haben, wo Sie selber viel Hand anlegen. Ist das natürlich toll, aber zum Beispiel ein Türspion kaputt oder ein Klingelknopf ist nicht in Ordnung. Vielleicht müssen Sie einfach mal eine Steckdose wechseln, weil sie abgebrochen ist bei einem Umzug mit dem Schrank dran geschrammt. Für alle Etwaigkeiten haben wir hier die passenden, aber wirklich die definitiv passenden Schraubenzieher dabei. Und das ist jetzt auch die Ratsche, mit der Sie eben auch, wenn Sie wenig Hebelwirkung haben oder in einem kleinen zum Beispiel unter der Küche irgendwas schrauben müssen, natürlich mit einer kleinen Bewegung trotzdem wunderschön alles auf- und zuschrauben können. So, eine Kundenstimme aus Guntramsdorf. Wo ist das denn? Egal. Ein Kunde schreibt uns, das Set ist genau das, was ein PC-Schrauber braucht. Sämtliche Größen von Kreuz- und Schlitzschraubenziehern, die man jemals brauchen kann. Und das in einer top-praktischen Tragetasche. Ein Top-Produkt, das man zu dem Preis sofort kaufen kann. Da hat er sich natürlich hier speziell auf das Feinmechaniker-Werkzeug gestürzt. Das ist natürlich auch super. Zeigen wir Ihnen aber gleich in einer anderen Zusammenstellung nochmal separat. Hier haben Sie wirklich alle Schraubendreher mit drin, die Sie jemals brauchen können oder brauchen werden. Die Ratsche ist ebenfalls mit dabei. Insgesamt 64 Bits und sogar die Nussarmada haben wir hier noch mit reingepackt. Das Ganze für unter 20 Euro. Das darf man gar nicht glauben. Das zahlen Sie normalerweise für einen Pusemuckels irgendwo an der Kasse hier. Hier kriegen Sie das komplette Set mit der NC5309. Und der 569. Und das alles Reißverschluss zu, ab irgendwo in die Schublade. Ich habe bei mir zu Hause immer eine Schublade, da sind diese ganzen Sachen für den kleinen Handwerksbedarf mit drin. Und das passt super rein, ist flach, ist klein, geht also wirklich in jede Küchenschublade oder da, wo es hin soll. Oder vielleicht auch mal ein Sideboard. Und so haben sie alles perfekt sortiert. Schöner Tragegriff ist noch mit dran, damit sie es eben genau dann da mit hinnehmen können. Und zwar das ganze Sortiment, wo sie es brauchen. Und nochmal ein Tipp von mir. Danke, lieber Ernst, das ist jetzt sozusagen mein ehemaliger Lehrvater gewesen, dass er mir das so beigebracht hat, dass es tatsächlich so Werkzeug sofort immer wieder dahin, wo man es rausgenommen hat, dann geht es nämlich auch nicht verloren. So, und damit kommen wir jetzt zum nächsten Thema und da geht es so um die Dinge. Es ist vielleicht mal ein Kettengliederband an einer Armbanduhr lose oder Sie haben vielleicht eine kleine Kette, wo ein Schräubchen nachgezogen werden soll oder klassisch der Brillenbügel wird locker. Und da kommen wir jetzt zu dem nächsten Thema, was für Sie hochinteressant ist, weil hier haben Sie nämlich in einem kleinen Profi-Schrauberset 28 Teile mit drin. Das ist wirklich irre. Also ich habe ein ähnliches Set in einer etwas anderen Aufmachung, in einer etwas anderen Farbe zu Hause und ich sage Ihnen ganz ehrlich, neben einem kleinen Akkuschrauber und diesem Feinmechaniker-Bit-Set akzeptiert meine Frau keinerlei Werkzeug bei uns zu Hause in der Wohnung. Sie ist der Meinung, Werkzeug gehört in die Garage oder in den Keller. Bei großen Sachen stimme ich ihr ohne weiteres zu. Bei solchen kleinen Geschichten, die man eben mal braucht, um mal eben einen Brillenbügel zu reparieren, um mal eine Uhr zu reparieren, um vielleicht auch im Hobby- oder Bastelbereich unterwegs zu sein oder vielleicht auch mal im PC-Bereich irgendwas zu schrauben, genau dafür braucht man diese Feinmechaniker-Bits. Und da sind 28 Stück mit drin. Ein perfektes Set, vor allen Dingen auch schön sortiert und schön übersichtlich in dieser praktischen Transportbox. Also da ist wirklich alles mit dabei, was man haben möchte. Sogar die Verlängerung ist mit drin, wenn ich mal ein bisschen mehr Platz brauche. Bei kleinen elektronischen Geräten, bei zum Beispiel einem Föhn, wo Ihnen was kaputt gegangen ist, wo Sie einfach eine Schraube wieder reindrehen wollen. Vielleicht auch bei anderen kleinen Dingen. Sie haben es gesehen, ein Rasierer, sonst irgendwas. Dafür sind diese kleinen Einsätze super. Ja. Mit Chrom-Vanadium-Stahl, das heißt, die halten auch richtig was aus. Die Box ist super klein, mal gerade 11 mal 14 cm. Das passt überall hin. Und jetzt kommt der Carsten noch auf ein Thema. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit. Das kennen Sie von diesen klassischen
Feinwerker, Elektronikschraubenziehern. Ich habe den Druckpunkt in meinem Handballen und kann trotzdem wunderbar schrauben, ohne dass ich jederzeit nachgreifen muss. Das ist eine ganz feine Sache. Ich kriege keine Blase dabei. Haben Sie schon mal 2, 3 Schrauben mit einem normalen Schraubendreher reingedreht in einen etwas festeren Untergrund, in ein etwas festeres Material? Vielleicht bin ich auch einfach nur zu fimschig mit meinen Händen hier. Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe sofort eine Blase dabei. Und deswegen finde ich super, dass wir hier wirklich diesen Druckpunkt haben. Ich kann natürlich hier schrauben mit den Fingerspitzen. Dort, wo ich das beste Gefühl habe, gerade in diesem Feinmechanikerbereich, ist das ganz entscheidend. Kriege aber trotzdem keine Blase, weil das Teil im hinteren Teil wirklich fest auf meiner Handfläche bleibt, während ich den vorderen Teil super drehen kann. Ja? Spitzenklasse hier. Das ist alles klein und kompakt, auch da wieder passend für die Schublade in der Küche oder je nachdem, wo Sie es eben aufbewahren, vielleicht auch in Ihrem Hauswirtschaftsraum. Das sind alles die Möglichkeiten und hier haben wir es nochmal 28:1 Miniset. Das ist also wirklich alles drin und auch unsere Kunden sagen natürlich wieder super preiswert, absolut klasse. Und das alles kriegen Sie bei uns unter der Bestellnummer PX3113 und die 569 und das sollten Sie eigentlich überall dabei haben, auch für Modellbauer. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich habe in den letzten Wochen des Öfteren mal schon mal mit dem Set geliebäugelt. Ich bin mal überlegen, ich glaube, ich werde es mir auch holen, weil für die kleinen Sachen ist das wirklich eine ganz praktische Lösung. Und dann eben hier wie in Stiftform ganz klein und handlich eben auch kleinste Schrauben reparieren zu können. Wie oft passiert es tatsächlich, dass Sie denken, Mensch, das könnte ich doch eigentlich selber reparieren. Hätte ich doch nur das richtige Werkzeug, den richtigen Schrauber oder die richtige Schraube am Start. So möchte ich den Aufwand nicht betreiben, erst zum Baumarkt zu fahren und erst einzukaufen. Also schmeiße ich es weg. Hier haben Sie jetzt tatsächlich alles auf dem Silbertablett serviert. Und das sagt auch unser Kunde aus Düsseldorf. Sehr handlich und gute Qualität. Und aus Waiblingen habe ich eine sehr schöne Kundenstimme. Eigentlich habe ich das Werkzeugset wegen dem Talkbit Größe 4 gekauft, um ein Sony Ericsson K100 zu zerlegen. Hat prima funktioniert. Ein paar Tage später habe ich mit den verschiedenen Inbus-Bits und meinem Akkuschrauber ein ganzes Bett vom schwedischen Möbelhaus zusammengebaut. Nach den gefühlten 1000 Schrauben waren die 2 verwendeten Bits ohne Abnutzungsspuren. Das Werkzeug scheint also in einer sehr guten Qualität gefertigt zu sein. Ja? Das ist so. Ja? Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf. Und jetzt sind Sie dran. Greifen Sie zu. Ich finde es ganz hervorragend. Was zeigen wir denn jetzt gerade? Wir sind schon beim nächsten Produkt. Und da sind wir jetzt bei dem Thema, wenn Sie sich keine Blasen an den Händen holen wollen. Oder auch Ihre Frau zu Hause aktiv des Öfteren gerne mal schraubt. Dann haben wir hier den europaweit, ich glaube sogar weltweit, meistverkauften Kleinakkuschrauber, den man sich überhaupt vorstellen kann, nämlich unseren Bosch IXO. In der Version 4 mit Ladeschale und einem insgesamt 10-teiligen Bitset dabei, wo die wichtigsten Schraubbits auch dabei sind. Und das ist mal ein echt wunderschönes Teil, der passt auch in jede Küchenschublade. Das ist der Punkt. Vor allen Dingen ist der wirklich, schon er relativ klein gefertigt ist, mit allem ausgestattet, was man normalerweise eigentlich eher bei den Großen erwarten würde. Das heißt, Sie haben natürlich hier den Rechts-Links-Lauf, kann man hier an diesen kleinen Knöpfchen einstellen. Ja? Und Sie müssen sich auch nicht merken, wie geht es jetzt rechts rum oder wie geht es links rum, denn Sie haben hier im oberen Teil diese schöne Anzeige. Ja? Jetzt würde ich beispielsweise die Schraube rausdrehen. Wenn ich das Ganze umstelle, würde ich jetzt so die Schraube reindrehen. Und wenn der Akku mal in die Knie gehen sollte, haben Sie hier dieses kleine Tankstellensymbol. Ich glaube, das kann man besser sehen, wenn das Licht leuchtet. Ja? Dann zeigt er Ihnen das natürlich an. Dann wird das Ganze orange und später rot. Wenn der Akku also aufgeladen werden muss, ist das absolut perfekt. Wo wir es gerade schon hier so schön laufen lassen. Selbstverständlich haben wir auch ein Arbeitslicht. Das heißt, wir können also hier den Arbeitsbereich, den wir gerne mit einer Schraube versorgen möchten, egal ob rein oder raus, hervorragend auch ausleuchten. Das heißt, ich brauche also keine separate Lichtquelle mehr. Halte ich für eine hervorragende Geschichte hier. Magnetischer Bit-Einsatz, damit natürlich auch beim Überkopfarbeiten so oder eben beim Runterarbeiten auch nichts rausfallen kann. Er ist wie gesagt der meistverkaufte. Er hat 180 Umdrehungen in der Minute Leerlaufdrehzahlen. Der schafft bis zu 4 Newtonmetern. Das heißt, Schrauben mit bis zu 5 Millimetern kriegt der auch noch hin. Und es ist überraschend, wie viel man zu Hause damit reparieren kann. Gesetzt den Fall, Ihnen geht jetzt zum Beispiel mal so ein klassisches Band, so ein Türband von Ihrem Schlafzimmerschrank lose oben. Da geht eine Schraube locker. Das kann mit den Jahren einfach mal passieren. Ist der natürlich aufgrund seiner kompakten Baumaße auch super, dass ich in jede kleinste Ecke und Kante reinkomme. Und das sind natürlich die Riesenvorteile an der Sache. Er liegt super in der Hand. Er hat einen gummierten Griff. Links- wie Rechtshänder können ohne Probleme damit arbeiten. Und deswegen ist der eben auch weltweit so erfolgreich, weil er in klein eben wirklich absolut kompakt
und super zu benutzen ist. Und die Akkulaufzeit hält eben auch schon eine ganze Menge aus. Das ist super hier. Vor allem, du hast hier einen ordentlichen Druckpunkt. Das Gerät ist klein und handlich, nicht so groß und unhandlich und schwer wie viele andere Akkuschrauber. Mit einer Hand locker zu bedienen, für Rechtshänder und Linkshänder gleichermaßen. Und wenn Sie wirklich mal ein bisschen mehr drücken müssen, haben Sie immer noch mal einen vernünftigen Druckpunkt und sind direkt über der Verlängerung von der eigentlichen Schraube. Das macht richtig Spaß. Und wie schnell hast du tatsächlich mal einfach von einem Türgriff in der Küche, ja, mal eine lose Schraube dran oder von mir aus am Bett, was von mir aus quietscht, wo du mal eine Schraube hast, die du mal eben festdrehen möchtest. Ja, eben. Da kommt sowas natürlich super zum Einsatz hier. Gummierte, ja, Griffe, also auch bei schwitzigen Fingern beispielsweise, bei staubigen Händen kein Thema. Eine Bit-Grundausstattung ist mit dabei, genauso wie das Ladeteil und das Ganze für unter 50 Euro. Bestellnummer für den XO4 ist die PV8320 und die 569, der Preis liegt bei unter 50 Euro. Tja, und ein Vorteil auch noch, wie gesagt, denken Sie an meinen Lehrhahn von früher. Werkzeug gehört dahin, wo man es hergenommen hat, dann ist der nämlich auch ständig voll. Also super für einen kleinen Werkraum oder irgendwo, wiegt 300 Gramm, ist natürlich gar nichts. So, wir kommen zum nächsten Thema. Und da geht es darum, dass ich immer mal verschiedene Schrauben zu Hause brauche. Es gibt so ein paar Leute, die dann irgendwie über die Jahre Schrauben sammeln. Da haben sie dann irgendwann so einen kleinen Eimer rumstehen und bis sie die passende Schraube gefunden haben, sind 2,5 Tage weg. Manchmal schüttet das ganze Zeug aus, sucht wieder und macht. Wir haben was viel Besseres für Sie, was jederzeit in jedem, tja, Werkzeugkeller oder überall eben auch noch Platz in dieser kleinen Schublade hat. Und damit können Sie einen Großteil von allen Schraubarbeiten zu Hause perfekt abdecken. Unser großes Holzschraubenset. Groß heißt in diesem Zusammenhang 500-teilig. Und Sie sehen richtig, es sind nicht nur 500 Teile. Wir haben natürlich auch einen enorm günstigen Preis für Sie. Normalerweise liegt er bei knapp 12 Euro. Da würde ich blind sagen, zugreifen, Leute. Jetzt haben wir den aber noch mal deutlich reduziert vom Preis her. Sie sehen das, die prozentuale Ersparnis, und kommen hier auf unter 5 Euro für alle Schrauben, die Sie wahrscheinlich speziell im Holzschraubenbereich jemals brauchen werden. Das ist Spitzenklasse. 3 Ausführungen, jeweils bis zu 3 Stärken. Kreuzschlitz als Halbrundkopf. Dann haben wir Kreuzschlitz als Flachsenkkopf natürlich. Ich zeige Ihnen mal gerade den Unterschied. Einmal hier und einmal hier, unabhängig von der Größe. Und dann haben wir natürlich auch noch den Potsie Drive als Flachsenkkopf. Ja. Wo habe ich den? Genau, der müsste auch mit noch drin sein. Das heißt, also, das ist jetzt diese klassischen Philips Potsie Drive-Köpfe, die eben nicht nur diesen Vierkant, sondern eben noch 4 kleine andere Schlitze im, ja, fast 22,5 Grad Winkel noch haben, damit dann eben der Bit besser hält. Also, das alles für unter 5 Euro, nämlich 4,66 Euro unter der Bestellnummer PE4688 und der 569. Und damit haben Sie eben, was silberne Schrauben betrifft, alles komplett im Programm. Aber, und das geht ja bei uns aus dem Haus wie die Feuerwehr, das ist natürlich nicht der einzige Satz, den wir da haben, sondern wir haben für Sie natürlich auch noch einen zweiten Satz da. Und das ist ganz wichtig. Es geht nämlich auch um die klassischen chromatisierten Schrauben, also diese gelben, die Sie aus dem Baumarkt kennen. Und da haben wir eben noch mal ein 400-teiliges Set mit allen gängigen Holzschraubengrößen, die Sie im Moment brauchen. Alles Senkkopf, natürlich ganz klassisch als Kreuzschlitz gehalten. Das hilft Ihnen wirklich in jeder Situation weiter. Warum sind die gelb chromatisiert? Was ist das? Was ganz ist das einfach, Besondere? Weil die zum Beispiel jetzt wesentlich rostunanfälliger sind als zum Beispiel die silbernen. Ah. Also das heißt, chromatisieren bedeutet immer Oberflächenveredelung, schneiden auch natürlich besser in verschiedene Metalle mit rein, weil alles, was sozusagen von der Oberfläche versiegelt wird, ist ja auch nichts anderes als, ja, ein elektrisches Verfahren. Das heißt, es wird ja Metall aufgebracht in so einem Tauchverfahren. Es ist eben so, dass die Oberfläche einfach vergütet ist, ein bisschen glatter ist und natürlich hier noch der Vorteil ist, dass ich mit so einer Schraube eben auch gerne mal eine Rigipsplatte auch schrauben könnte im schlimmsten Falle. Also die sind eben jetzt hier wesentlich robuster und schneiden natürlich auch wesentlich besser. Den Unterschied merkst du wirklich, wenn du hier mal die normale Schraube in Anführungsstrichen nimmst, sondern diese hier, also von der Schneide her, sind diese wesentlich schärfer. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sich besser ins Material hereindrehen lassen als diese hier. Ist ein Stück weit Geschmackssache, oder? Wenn die auch noch rostunempfindlicher sind. Passt soweit. Nur mal im direkten Vergleich, damit man mal so das eigentliche Gewinde von der Schraube sieht. Sehr, sehr interessant und vor allen Dingen sehr übersichtlich. Das heißt, Sie haben immer die richtige Schraube griffbereit. Wie oft sind Sie schon zum Baumarkt gefahren und haben vor einem riesengroßen Regal gestanden? Da gibt es dann 300 verschiedene in Ihrer Größe, die Sie eigentlich haben möchten. Welche nehmen Sie denn da? Und für 2 Schrauben fährt man dann die extra zum Baumarkt. Ist der Sprit und das Parken ja teurer als alles andere. Hier haben Sie 400 Teile für unter 700 Euro in 11 verschiedenen Stärken. Und das ist etwas, was man als Heim- und Handwerker immer im Haus haben sollte, weil die Gelegenheit garantiert kommen wird, wo Sie eine Schraube brauchen, die Sie wahrscheinlich so nicht unbedingt haben. Bestellnummer ist die PE4686 und die 569 für unter 7 Euro. Und wie Sie es ja wissen, es gibt immer was zu reparieren zu Hause. Also packen Sie es an. Mit uns können Sie das ganz günstig
günstig. So, so, jetzt kommen wir zum nächsten. Die dritte Hand des Heimwerkers. Die haben wir jetzt für Sie. Und Sie merken, ich habe also nicht einen Kummerbund angelegt oder einen Bauchweggürtel. Wir haben also noch ein bisschen was im Petto für Sie. Da kommen wir aber später drauf. Jetzt zeigen wir Ihnen erstmal die dritte Hand des Heimwerkers. Und auch da muss ich sagen, Mensch, das ist einfach, aber trotzdem genial. Was machst du normalerweise, wenn du irgendwo auf eine Leiter steigst und möchtest irgendwo eine Deckenlampe oder was anbringen? Hast du die Schrauben oder die Nägel? Mund voll. Hast du einen Mund voll. Ja, genau. Genau, ja. Zwischen den Lippen. So. Und das ist natürlich auch nicht so der Brüller. Hier ist es definitiv so, dass Sie alles am Handgelenk haben. Und da geht eine ganze Menge drauf. Warum das verspiegelt, ist ganz einfach. Wenn Sie zum Beispiel kleine schwarze Schrauben haben, die sind unheimlich schlecht zu sehen, wenn ich die irgendwo drauflege. Und sie sind natürlich sofort am Mann. Das heißt, wenn ich jetzt bauteilemäßig vorgehe, das heißt, ich habe jetzt vier Schrauben vor einem Oberteil, die ich jetzt extra haben möchte, sehen Sie es hier wunderschön, kann ich die drauf tun und sehe sie nachher perfekt wieder. Und Sie können sie eben auch genau auf den Kopf stellen, wie wir es hier gesehen haben. Dann können Sie nämlich sofort am Gewinde nachher jede Schraube einzeln nehmen und schauen Sie mal, wie die hält. Da passiert gar nichts. Der Magnet ist also richtig fest. Trotzdem lassen sich die Schrauben natürlich leicht abnehmen hier. Und wenn man hier wirklich mal schüttelt, ich mache es bewusst mal ein bisschen heftiger hier, ja, so, da geht gar nichts ab. Ist übrigens ausgesprochen angenehm zu tragen. Ich habe es also jetzt auch schon bestimmt eine gute halbe Stunde am Handgelenk. Könnte das aber auch über diesen Klettverschluss hier jederzeit variieren. Okay. Und selbstverständlich ist das Band also auch sehr flexibel. Ich habe jetzt relativ schmale Handgelenke eigentlich für einen erwachsenen Mann. Ich denke, da gibt es wahrscheinlich etwas kräftigere, vielleicht speziell im Handwerkerbereich. Auch das passt locker. Und du hast eben immer die Hände frei. Du kannst arbeiten, kannst dein Werkzeug bedienen, kannst dich festhalten und hast trotzdem immer deine Schrauben, Nägel, Muttern, was auch immer sie haben, alles metallisch erhaftet. Immer jederzeit am Mann. Das ist wirklich die dritte Hand des Handwerkers. Ja, definitiv. Ist natürlich ja auch für den Modellbau super, wenn Sie Kleinschrauben haben, wenn Sie gerade irgendwas machen. Ist schon toll. Alles, was magnetisch ist, haftet an. 3,33 Euro. Mhm. Das ist das Witzige. Mit einer kleinen Schnapszahl können Sie sich hier diesen wunderschönen Helfer am Handgelenk jederzeit nach Hause holen. Ganz genau. So, eine Kundenstimme noch aus Aach. Eine super Idee. Endlich kann man Geräte auseinanderbauen und muss danach nicht wieder die ganzen Schrauben auf dem Tisch aufsammeln. Auch super, wenn man was an der Wand befestigen möchte. Hat er natürlich recht, wenn du jetzt ein kleines Teil auseinanderbaust, dann fliegen dir die Schrauben rum. Zwei, drei landen unten irgendwo unterm Teppich, unterm Sofa oder unter der Werkbank. Die findest du ja nie wieder, die kleinen Teile. Und ja, da rennt man wieder wegen ein, zwei Schrauben zum Baumarkt. Blödsinn. Zum einen haben wir die Schrauben im Set richtig günstig für Sie, in der Top-Qualität. Und das wäre der passende Kleinteilehalter dazu. Für noch nicht mal 4 Euro. Da zugreifen bitte. Und schönes Geschenk für jeden Heim- und Handwerker. Auch beruflich übrigens, wenn Sie damit beschäftigt sind. Bestellen Sie es bitte mit der NC5116 und der 569. Unser praktischer magnetischer Kleinteilehalter. Wo wir gerade von magnetischen Teilen sprechen. Es ist mitunter durchaus sinnvoll, wenn ein Werkzeug magnetisch ist, gerade wenn Sie über Kopf arbeiten oder auch mal nach unten schauen, dass Ihnen die Schraube nicht unbedingt immer vom Schraubendreher runterfällt. Manchmal ist es aber auch nicht gerade förderlich, gerade bei elektronischen Teilen zum Beispiel. Und dafür haben wir jetzt genau das Richtige. So, so. Das ist jetzt das Thema alte Schraubenzieher, die vielleicht trotzdem vorne so eine Magnetisierung drauf haben. Ah. Packe ich mal eine Schraube rein. Ja, und damit kann ich natürlich schlecht über Kopf oder eben auch nach unten arbeiten. Und da gibt es diesen kleinen roten Helfer. Der funktioniert ganz einfach. Oben demagnetize, das bedeutet also oben demagnetisieren und unten magnetizen. Das funktioniert ganz einfach. Ich tue einfach meinen Schraubenzieher hier rein, drehe den ein bisschen und damit werden die Pole wieder in eine Richtung ausgerichtet. Und dann kann ich es einfach so machen, zack, dass meine Schraube wieder hält. So schnell funktioniert das. So schnell machen Sie aus einem alten Werkzeug ein durchaus brauchbares oder aus einem nicht magnetischen Werkzeug ein magnetisches Werkzeug oder eben andersrum. Das zeigen wir Ihnen jetzt hier mit einem Schraubendreher. Das könnten aber auch andere Geschichten sein. Das könnten auch Klingen beispielsweise sein. Mal eine Zange, mal einen Innensechskantschlüssel, mal eine Pinzette oder was. Wenn Ihnen mal irgendwo in einen schwer zugänglichen Bereich irgendwas reingefallen ist, irgendwas Metallisches, kommt man da natürlich wesentlich einfacher wieder dran. Mir ist letztens eine Mutter im Motorraum nach unten gefallen. Ich habe also Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um das blöde Teil da wieder rauszukriegen. Das war gar nicht so einfach. Das war ein Akt von über einer Stunde. So, mit so einem magnetischen Teil hätte ich es locker rausbekommen. Das wäre eine Sache von 3 Sekunden gewesen. Wenn Ihnen jetzt eine kleine Schraube irgendwo in einer Platine irgendwo dazwischen gefallen ist, dann kriegen Sie nicht mehr raus, können Sie natürlich auch mal eine Pinzette magnetisieren. Alles, was Metall ist, was magnetisch machbar ist, ist da natürlich ein absoluter Helfer. Das kann man für alles einsetzen zu Hause. Gerade wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwo in eine Ritze am Tisch Ihnen so eine kleine Schraube von einer Brille fällt, dann machen Sie einfach irgendwas Dünnes, ja,
dementsprechend auch ein Stahlmesser oder irgendwas, können Sie das jederzeit magnetisieren. Und dann kriegen Sie natürlich aus jedem kleinsten Schlitzchen oder Unebenheiten das auch wieder raus, was Ihnen da reingefallen ist. Ist eine ganz tolle Sache. So, und es ist denkbar einfach. Einfach drüber reiben, das müsste an sich auch schon reichen. Schwupps, und schon ist die Schraube wieder magnetisch. Tja. Magic. 5x5 oder? Mal 3 cm ist das der kleine Helfer groß und den sollten Sie sich in Ihren Werkzeugkoffer tun. Das ist nämlich ein echt toller Helfer in jeder Situation, in jeder Not. Mal die ganzen alten Schraubenzieher wieder magnetisch machen, die Sie früher so hatten, die mit der Zeit einfach, wenn sie runterfallen, ihre Polung verlieren, das ist ganz normal oder auch im normalen Alltag, dann ist das eben der kleine Helfer, der Ihr Werkzeug wieder auf Vordermann bringt. Und der ist eigentlich winzig klein, ich sag mal ungefähr 5x5 cm, so von der Größe her. Und auch dazu habe ich 1-2 Kundenstimmen. Vielen Dank übrigens für Ihre zahlreichen Zuschriften. Bitte jederzeit weiter, her damit. Ja? Also egal, ob Sie Lob oder Kritik haben, wir können also beides locker vertragen. Und gerade zu unserem Magnetisierer kommt noch eine Kundenstimme aus Felbert. Erleichtert das Arbeiten an schlecht zugänglichen Stellen ungemein. Die Fummelei, Schrauben vorher mit der Pinzette anzusetzen, ist damit vorbei. Ja, der Mann hat Erfahrung, ja. Und aus Wernigerode kommt noch eine Kundenstimme. Für mich als PC-Techniker ein sehr gutes Hilfsmittel, um zum Beispiel Schrauben aus der hintersten Ecke des Gehäuses zu fischen. Für den klitzekleinen Preis spart man sich eine Menge Nerven. PX7204 und die 569, wenn Sie zugreifen möchten, für unter 15 Euro. Das stimmt doch. Nee, Quatsch, für unter 3 Euro. So, die 15 Euro gelten für den digitalen Messschieber, den wir jetzt für Sie haben. Hätte ich den Magnetisierer oder Entmagnetisierer teurer gemacht, also tatsächlich ist ein Thema, was wir eingangs unserer Sendung schon hatten, jetzt hier allerdings in digitaler Form umgesetzt. Ne? Einfach mal bei kleinen Dingen, wenn Sie Metallmodellbau zu Hause betreiben oder Sie wollen einfach mal irgendeine Passung machen, so eine klassische Presspassung oder so und sind einfach begeisterter Metallwerker, haben vielleicht einen großen Amboss zu Hause, schleifen viel, dann kann ich mir einfach mal perfekte Größen und Normen mal angucken und zwar auf den tatsächlich 0,01 Millimeter, also auf ein Hundertstel genau angucken, was habe ich denn so alles, ob das Schraubengrößen sind, Durchmesser oder sonstige Dinge, das ist alles kein Problem. Gerade bei kleinen Feinwerkersachen wie Modellbau ist das natürlich unabdingbar, das Teil. Ja, da kommt es mitunter schon mal auf ein Millimeterchen an, was vielleicht bei einer großen Fläche, bei einer Wand oder bei einem, weiß ich nicht, bei einem 50 Quadratmeter Laminat nicht so entscheidend ist. Aber gerade im kleinen Bereich kann es da tatsächlich mal um einen halben Millimeter bis einen Millimeter gehen und schon passt es nicht, es wackelt oder sonst irgendwas. Und hier sind wir wesentlich genauer als mit jedem Lineal oder mit jedem Maßband. Und hier kann man natürlich mal hervorragend mal den Durchmesser, mal die Innen- oder die Außenmaße, mal die Abstände oder auch die Tiefe von Gegenständen ermitteln und das Ganze eben ganz bequem ablesen auf diesem großzügigen LCD-Display. Und das man das natürlich auch nicht verrutscht, wenn man das von mir aus von seinem Objekt wieder wegnimmt, haben wir hier im oberen Teil diese kleine Feststellschraube. Ja, damit können Sie das Ganze also fixieren. Ich nehme jetzt einfach mal das Brett hier und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Hier wird es angemacht. So, und jetzt kalibriere ich das Ganze auf 0. Jawohl, steht auf 0. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. So, mal schauen, wie breit das Brett hier eigentlich ist. Das Ganze fixiere ich im oberen Teil mit der Schraube. So, und jetzt kann ich das ganz locker abnehmen und ablesen. 93,85 mm, also 9,4 cm ungefähr von der Stärke des Brettes her. Tja, so einfach geht das. Und das mit einem Messschieber oder einer Messlehre, die normalerweise eigentlich im Fachhandel richtig teuer ist. Wir bieten die von AGT hier für einen unglaublichen Preis an, nämlich für 14,16 Euro. Jetzt gucken Sie sich den Preis mal an. Und wie gesagt, auf einen Hundertstel Millimeter genau. Es gibt so viele Dinge, also aus dem Metallbau weiß ich, dass man da eben das eigentlich andauernd braucht. Und insofern können Sie hier perfekt auf einen Hundertstel Millimeter genau Ihre Größen ablesen. Das ist ein tolles Gerät für kleines Geld. Wie gesagt, 14,16 Euro. Und das kriegen Sie alles unter der Bestellnummer NC5018 und die 569. Und ich weiß, dass jetzt schon einige mit ganz großen Augen vom Fernseher sitzen und sagen, ja Himmel, Herrgott, das ist ja wirklich gar kein Geld für so einen Messschieber. Stimmt, ist es auch nicht. Sie können zwischen Inch und Millimetern wählen und diese Zero-Funktion ist auch ganz gut. Wenn Sie zum Beispiel jetzt schon ein bestehendes Werkstück haben und ein zweites anpassen wollen, dann können Sie zum Beispiel jetzt auf der Größe, weil Sie können es ja auch manuell ablesen, nochmal auf Zero gehen und dann natürlich genau gucken, wie viel brauche ich denn noch dazu, passt mein zweites Werkstück, was ich aufdoppeln will, denn auch 3,3, 3,2 mm, alles das, was Sie brauchen. Das geht, insofern ist der sehr praktisch und es sind alle Möglichkeiten dabei, die ich benötige, um hier eben auf ein Hundertstel Millimeter genau messen zu können. So,
So, das heißt, wenn ich jetzt hier wieder auf Anschlag gehe, drücke ich einfach wieder auf Zero, also auf Null. Dann habe ich das gute Stück quasi kalibriert und fange eigentlich quasi wieder bei Null an. Wenn ich jetzt hier ankomme und sage, so, das habe ich jetzt, jetzt fehlt mir noch ein Stückchen, kann ich jetzt hier auch wieder den Punkt auf Null setzen und von hier aus weitergehen, wenn ich das möchte. Aber Sie sehen, wenn ich wieder über den Ursprungszustand hinausgehe, geht sogar in den negativen Bereich. Also auch da hat man wirklich eine hundertprozentige Kontrolle auf den Zehntel Millimeter genau. Das schaffen Sie mit keinem Lineal und mit keinem Maßband dieser Welt. Damit schaffen Sie es. Und das für noch nicht mal 15 Euro mit der Bestellnummer NC5018. Und die 569, natürlich wird die Aufbewahrungsbox mitgeliefert. Auch das gehört meines Erachtens in jeden Heim- und Handwerkerkoffer einfach mit dazu. Apropos Heim- und Handwerkerkoffer, was hast du denn da für ein kleines handliches Stückchen mitgebracht? Ich habe mir einfach mal gedacht, so zwischendrin mal so einen kleinen Helfer in der Not, der bei uns zigtausendfach verkauft worden ist in den letzten Monaten. Das ist auch kein Wunder. Ein kompletter 71-teiliger Werkzeugkoffer aus Chrom-Vanadium-Stahl. Und ich kann es Ihnen gleich sagen, es ist immer so das Thema, wir kriegen viele Kundenzuschriften, die uns da immer wieder fragen, sag mal, das kann doch gar nicht sein, das ist doch Gelumpe. Also nee. Für 110,11 € einen 71-teiligen Werkzeugkoffer, das geht doch überhaupt nicht. Also mal als allererstes, das geht wohl. Und das haben über Tausende von Kunden bei uns auch schon gesehen. Aus dem ganz einfachen Grunde, wir bestellen direkt beim Hersteller. Und das in großen Mengen. Und gerade bei solchem Werkzeug ist es so, dass eben Markenfirmen, die es da draußen gibt, eben auch noch ordentlich für die Werbung und so weiter investieren müssen und einfach eine wesentlich größere Spanne brauchen. Das heißt, solche Werkzeugkoffer kosten normalerweise 250, 300, 400 Euro. Bei uns ist es aber so, wir machen ja keine Werbung in irgendwelchen Ladenlokalen, sondern unsere Werbung ist unser Fernsehen. Deswegen können wir eben hier auch die Preise so günstig halten. Und Sie haben für jeden erdenklichen Einsatzbereich hier alles drin. Carsten wird das jetzt mal ganz genau erklären, was da alles drin ist. Sehen wir natürlich zum einen schon mal die Ratsche. Für mich persönlich ein unverzichtbares Werkzeug mit den entsprechenden Nussaufsätzen von 10 bis 24. Natürlich mit Verlängerungsobjekten, mit Knickgelenken beispielsweise, wenn Sie auch mal an eine Stelle kommen, wo man nicht ganz so geradeaus durchgehen kann, natürlich mit einem Verbindungsstück, zum Beispiel um einen Hebel anzusetzen, und sogar zwei Zündkerzen. Elemente sind ebenfalls mit dabei, einer mit 16, der 16 mm und der 21 mm, ganz genau. Die Zangen überlasse ich dir. Flach, spitz und natürlich ja, Seitenschneiderzange, alles dabei. Also zum Abisolieren, zum Festhalten, um kleine Dinge aufzudrehen. Alles komplett auch in Chrom-Vanadium. Alles ergonomische Griffe, alles natürlich auch nicht leitend und gummiert. Liegt super in der Hand. Praktisch. Dann haben wir natürlich hier noch den Schraubendreher und der ist mit einem Bit-Aufsatz versehen. Das heißt, hier haben wir also eine Grundausstattung an Bits mit dabei. Ich nehme mal irgendeinen raus und packe den rein, natürlich auch magnetisch. Auch da haben Sie immer schon mal eine gewisse Grundausstattung mit dabei. Da sind übrigens auch etwas abstruse Größen mit dabei. Also ich glaube, da haben wir sogar Tree-Wing und sowas mit drin. Also auch die exotischen Geschichten, überhaupt kein Thema. Wenn Sie vielleicht mal einen alten Engländer zu Hause in der Garage stehen haben oder vielleicht ein etwas älteres japanisches Modell, die haben manchmal schon mal etwas komische Schraubenkonstruktionen da in dem Bereich. Und da sind sie wirklich bestens mit ausgestattet. Innensechskant, sprich also Inbus, braucht man immer, nicht nur beim schwedischen Möbelhaus, haben wir hier in einer absoluten Perfektion von 1,5 bis 10 mm Stärke. Gerade im Fahrradbereich ist so etwas unverzichtbar. Auch schön aufgeräumt, das Ganze mit Gürtelclip, dass Sie es auch jederzeit mal mitführen können, wenn Sie mal unterwegs sind, mal einen Freund besuchen oder meine Nachbarschaft aushelfen. Cuttermesser, verschiedene Schraubendreher, zwei Kreuzschlitz und zwei Schlitz natürlich mit dabei. Und dann haben wir natürlich auch noch die ganzen Ringmaulschlüssel und den Engländer auch noch mit drin. Tja. Das alles in einem kompletten, das finde ich schön, Blechkoffer. Super. Nicht irgendein Plastikding, wo Ihnen nach, keine Ahnung, nach 2, 3 Monaten im Gebrauch irgendwann schon die erste Plastikschnalle zum Zumachen fehlt, sondern das alles in einem Klappkoffer. Und natürlich alle Werkzeuge auch da, wo sie hingehören. Diesen Satz werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Der hat sich in meinen Kopf eingebracht. Ja. Da, wo sie hingehören. Immer mit so einem leichten, da, wo sie hingehören. Ja, aber ich habe es gelernt, das ist hängen geblieben. Hier ist es ganz einfach, weil natürlich jedes Werkzeug seine eigene kleine Schale hat zum Einlegen. Und das ist natürlich praktisch, das heißt, die Ordnung ist immer da. Haben wir noch dabei und natürlich die klassische Beiß- oder Kneifzange, mit der Sie eigentlich alles machen können. Bitte jetzt keine Schrauben ausdrehen, aber das ist ein Universalwerkzeug und unten eben auch noch Platz, um noch zum Beispiel ein Feuchtemessgerät, einen Distanzmesser-Ultraschall oder zum Beispiel auch einen 3-in-1-Detektor reinzulegen oder zum Beispiel auch einen End- und Magnetisierer oder zum Beispiel auch noch ein 100-teiliges Schraubenzieherset oder zum Beispiel eben auch noch
zwei verschiedene Sätze an Schrauben, die ich mit rein tun kann. Alles das können Sie komplett noch in unseren Werkzeugkoffer tun. Übrigens können Sie da auch hervorragend zum Beispiel natürlich auch einen elektronischen Messschieber mit rein tun. Hier haben wir unser Ultraschallgerät. Alles das geht rein. Und ist natürlich dann auch unten perfekt verpackt und oben kriegen Sie auch noch was drauf. Also eigentlich sollten Sie sich den Werkzeugkoffer mit allem Zubehör, was wir Ihnen jetzt gezeigt haben, komplett bestellen. Das ist alles das, was Sie zu Hause brauchen, damit Ihnen nie wieder eine Idee ausgeht, irgendwas zu reparieren, zu bauen, zu machen oder zu tun. Der Preis ist der Hammer. 110,11 €. Ich sage es Ihnen nochmal, normalerweise kostet so ein Werkzeugkoffer 250, 300 Euro, teilweise sogar 400 Euro. Der große Unterschied vom Gehäuse ist dann, die sind dann hammerschlaggrün lackiert und kosten deswegen 50 Euro mehr. Wir haben hier einen richtig massiven Blechkoffer und das kann ich Ihnen echt nur empfehlen. Das ist ein toller Werkzeugkoffer. Übrigens auch der Hammer mit einem richtigen Eichegriff, also ordentlich gemacht. Hartholz, kein Weichholz. Ich habe vor einer Zeit mal in einem Baumarkt, glaube ich, für 1,29 Euro einen Hammer gesehen. 250 Gramm mit einem Fichtegriff. Da habe ich nur noch gedacht, ich spinne. Ja, fliege doch nach dem zweiten Schleif, fliege doch um die Ohren. Kannst du alles. Wahnsinn. So, also, das alles in perfekter, in diesem Falle Profiqualität für 110,11 Euro. Die Bestellnummer ist die NC3495. Und die 569. Und dann kommen wir jetzt noch zu was, das hat der Carsten sehr eng am Mann, im wahrsten Sinne des Wortes. Warte, ich tue den mal weg. So groß bin ich nämlich ja nicht hier. Wobei, halt, Moment, ein bisschen was an Werkzeug kann ich doch eigentlich gebrauchen. Genau. Denn das, was ich jetzt hier anhabe, Sie werden es wahrscheinlich, wobei schwarz auf schwarz ist ein bisschen undankbar, aber ich hoffe, man kann es trotzdem erkennen. Denn so ein Werkzeuggürtel ist für mich persönlich das Nonplusultra. Nicht erst seitdem ich Tooltime oder Hör mal, wer da hämmert, wie es im Deutschen so schön heißt, gesehen habe. Der hatte allerdings diese Leder Ausstattung. Das Problem ist nur, da sind überall nur diese Taschen drin. Das heißt, sobald Sie sich mal nach vorne beugen, fällt Ihnen so ein Hammer runter. Im schlimmsten Fall auf den Fuß oder aufs Schienbein oder sowas alles. Hier haben wir, und das zeige ich Ihnen mal ganz kurz, diese magnetischen Aufsätze. Zack! Bis 2,5 Kilo können Sie da dran hängen. Ich hänge da ruhig noch mal einen dran. Was haben wir denn hier noch alles? So, und das bedeutet, Sie haben Ihr Werkzeug tatsächlich immer griffbereit. Und selbst wenn ich hier mal so richtig in Aktion bin und mich mal ordentlich bewege, bleibt das trotzdem immer noch dort haften. Schöne magnetische Platte im vorderen Teil für alles, was magnetisch ist. Für alles, was nicht magnetisch ist, haben wir hier natürlich auch noch diese kleinen Taschen mit dabei. Zum Beispiel mal einen Zollstock oder mal ein Cuttermesser oder je nachdem, was Sie da haben möchten. Ist also alles komplett mit drin. Lässt sich locker einstellen zwischen 60 und 150 cm Bauchumfang. Ich kann mich auch ruhig mal drehen, damit Sie es mal von hinten nehmen können. Wird hier einfach nur geschlossen und besteht hier aus einem sehr, sehr robusten Nylon-Material. Das heißt, auch wenn Sie mal mit einer scharfen Ecke oder irgendwie sowas drankommen, macht das gar nichts. Das gute Stück macht es ohne weiteres mit. Und egal, wo Sie unterwegs sind, Sie haben Ihr Werkzeug immer schön griffbereit. Die passenden Schrauben an der dritten Hand des Heimwerkers. Und damit sind Sie meines Erachtens richtig gut ausgestattet. Hm? 4,66 Euro für so einen magnetischen Gürtelhalter ist gar nicht verkehrt. Also für alles Einsatz fertig. Das bedeutet also unterm Auto, in der Küche, wenn Sie auf der Leiter stehen, wenn Sie über Kopf irgendwas zu arbeiten haben, Ihr Werkzeug immer dran. Und das finde ich eben eine echt praktische Lösung mit diesem magnetischen Gürtel. Mhm. Für 4,66 Euro gehört er Ihnen, bestellen Sie sich dazu auch. Der passt übrigens auch noch in unseren Werkzeugkoffer rein. Ja. Sie werden lachen, aber es ist so. 4,66 Euro ist ein ganz kleiner Preis und das ist wirklich ein Helfer in jeder Not. Hätte ich nicht erwartet, ganz ehrlich, da hätte ich also locker im Baumarkt nicht großartig gezögert, wenn der 20, 30 Euro gekostet hätte. Oder? Kosten die da normalerweise? Also selbst wenn er 50 gekostet hätte, hätte ich gesagt, Mensch, der ist klasse hier, weil der wirklich bis 2,5 Kilo die Sachen hält. Und wenn Sie irgendwo stehen, Sie haben keine Hand mehr frei oder möchten irgendwas loswerden, von mir sind Schraubenschlüssel wie den Ringmautschlüssel hier, den kleinen, und brauchen den vielleicht später nochmal, kann man den sicher auf die Seite legen. Ja, dann kommt der nächste und räumt ihn weg. Oder aber Sie haben ihn einfach griffbereit und er bleibt eben dort haften. Bis 2,5 Kilo, da passt eine ganze Menge Werkzeug rein. Da muss man also schon fast ein Stück weit in die Knie gehen, oder? Durchaus praktisch, wie gesagt, ein sehr robustes Nylon-Material. Vom Preis her, glaube ich, müsste man nicht großartig diskutieren. Auch das ein Muss für den ambitionierten Hobbyhandwerker zu Hause. Natürlich auch für den beruflichen Einsatz durchaus mal interessant. Also wenn Sie da jemanden haben, der so etwas auch beruflich vollführt, den ganzen Tag über verteilt, freut er sich ganz bestimmt über diese kleinen Hilfsmittel, die wir Ihnen heute gezeigt haben. NC5266 und die 569 für unter 5 Euro. So, und jetzt geht es mal an das Thema
Bohren ran. Auch da stehe ich manchmal wie der Ochs vom Berg und weiß nicht so wirklich, welchen Bohrer brauche ich denn jetzt eigentlich. Und habe ich überhaupt den richtigen? Da brauche ich einen 6er Holz, habe einen 6er Steinbohrer da liegen. Geht nicht. Ja? Dann brauche ich von mir aus einen 10er Stein, habe aber nur einen 5er Holz da liegen. Schon wieder der falsche mit dabei. Kai wird sicherlich noch weitere Beispiele haben, wo man tatsächlich mal mit seiner Grundausstattung, die jeder Mensch eigentlich im Keller oder in der Garage hat, ganz, ganz schnell an seine Grenzen kommt. Und damit wir das vermeiden können, haben wir hier unsere komplette Profi-Bohrer- und Bit-Set-Ausstattung. Insgesamt reden wir von 204 Teilen. Der absolut erfolgreichste Artikel in unserer Werkzeug- und Handwerkersendung überhaupt. Und das hat auch seinen Sinn und seinen Grund. Wenn Sie einmal zu Hause für kleines Geld einen kompletten Bohrer-Koffer kriegen mit dem ganzen Set hin, was Sie brauchen, mit wirklich noch Unmengen an Bits mit dabei, dann werden Sie endlich glücklich sein. Das gehört eigentlich zu jedem normalen Hobbyhandwerker. Ich habe so viele Anfragen über Facebook gekriegt. Sag mal, ist das wirklich in Ordnung? Wo ich wirklich klipp und klar nur sagen kann, für einen Hobbybereich ist das ein absolutes Traumset. Hier ist zum Beispiel auch eine Größenlehre mit drin. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Bohrer haben, die über die Jahre, die noch spitz sind oder die noch scharf sind, die aber über die Jahre unten an der Einfassung einfach mal ihre Größe verloren haben, weil sie sich mit der Zeit abdrehen, dann können Sie natürlich hier jederzeit nachkontrollieren. Dübelgröße, was brauche ich für einen Bohrer? Alles mit der Schablone machbar. Was ich an diesem Satz genial finde, ist, wir haben an die kleinen Bohrer gedacht. Und zwar nicht nur einmal im Sortiment, weil das Tolle ist immer, ich kaufe mir so einen Bohrersatz, ja so einen Zehnersatz, 1 bis 10 Millimeter, kaufe ich mir im Baumarkt. Gehe dann ganz freudig nach Hause, weil ich gerade im super Sonderangebot von einem namhaften Hersteller noch einen gekriegt habe aus HSS-Stahl, vielleicht noch irgendwie Titanium beschichtet und der ist dann ausverkauft und irgendwann geht mir dann der 1er, der 2er, der 3er, der 3,5er, der 4er flöten, weil die abbrechen. Dann ist der ganze Bohrersatz, Entschuldigung, am Arsch und dann geht es wieder los und irgendwann habe ich ein Sammelsurium. Wir haben hier in unserem 204-teiligen Satz wesentlich weiter gedacht, nämlich alle Größen von 1,5 sind jeweils immer viermal vorhanden. Mhm. Das bedeutet also, wenn Sie jetzt kleine Bohrungen haben, vielleicht ein bisschen Modellspielzeug basteln wollen oder so, dann ist das alles mit drin. Normale Holzbohrer, wir haben Titanbeschichtete, die natürlich auch dann dementsprechend für Aluminium funktionieren, Stein in allen Größen und natürlich auch so sogenannte Nagel- und Schraubeneintreiber. Wir haben alles drin, was der Mensch zum Leben und zum Arbeiten braucht. Sogar Topfbohrer mit drin und sogenannte Forstnerbohrer. Das heißt, wenn Sie mal irgendwo einen Dübel setzen wollen oder eine Vertiefung in Holz machen wollen, bei einem Werkzeug zum Beispiel, wo innen drin eine Verkeilung ist, können Sie die eben auch verwenden. Das alles in einem 204-teiligen Set für 37 Euro. Ja, sage ich durch. Es ist jetzt im Moment schon wieder die Hölle los im Callcenter aufgrund des Satzes. Der ist bei uns immer ausverkauft. Halten Sie sich ran, da ist alles drin, was Sie benötigen. Und natürlich die ganzen Bits auch noch. Mhm. Vierkant, Schlitz, Inbus mit dabei, Innensechskantschlüssel für die Inbusschrauben und auch noch 3 Kunststoffschraubhilfen, damit sie sich an den Fingern nicht wehtun. Das ist ein absoluter Hammer. Das ist eine Kundenmeinung, ne? Ja, und zwar eine aus Fahrdorf. Sehr zu empfehlen, schreibt unser Kunde. Alle erdenklichen Bohrergrößen und Bohrervarianten in sehr guter Qualität und zu einem super günstigen Preis enthalten. Top, sagt er. Und aus, wo ist das denn? Dautphetal. Okay, habe ich noch nie gehört. Aber wird es geben. Das perfekte Bit- und Bohrerset zum kleinen Preis. Die Qualität der Bits und Bohrer ist erheblich besser, als der niedrige Preis erahnen lässt. Und da hat er vollkommen recht. Das Thema hatten wir eben schon zur Sprache gebracht. Wir sparen uns natürlich diese riesengroßen Lagerhallen. Gehen Sie mal in den Baumarkt bei Ihnen um die Ecke rum. Da haben Sie ja Gebäude manchmal stehen, die müssen beheizt werden, da flitzen dann 30, 40 Mann Belegschaft rum, da muss Material rein, das wird in der Regel dann also auch eingekauft, vielleicht sogar auf Kommission oder was, das kostet alles ein Heidengeld. Insofern können die mitunter gar nicht anders, als diese Preise aufzurufen, die sie aus dem Baumarkt kennen. Wir haben das Glück, dass wir die große Mutter Pearl TV auf der anderen Straßenseite haben, das heißt, die komplette Infrastruktur fällt dann bei uns schon mal weg, beziehungsweise wir können uns da bei unserer großen Mutter bedienen. Unser Personalaufwand ist relativ überschaubar und das bedeutet, wir haben dann doch noch mal etwas andere Preise für Sie im Programm. So, wir sind aber beim Thema Bohren. Genau, zum nächsten Produkt. Und das ist ganz pfiffig. Bevor ich jetzt anfange, mir mit meinem Staubsauger zu Hause die Arbeit doppelt unnötig schwer zu machen, links den Staubsauger, rechts den Bohrer, nehme ich doch lieber unseren Bohrstaubfänger. Und der funktioniert ganz einfach. Jeder Bohrer drillt. Das bedeutet also, der dreht sich ein und nimmt das Material raus. Und das Material, was rausgeht, landet normalerweise auf der Sockelleiste an der Wand oder auf Ihrem Boden. Dieser Bohrstaubfänger funktioniert mechanisch, ganz einfach. Den stecke ich als Aufsatz auf meinen Bohrer.
Und der fängt mit dem ganzen feinen Bohrstaub auf. Und damit ist das Thema Sauerei zu Hause wirklich durch. Und Ihre Frau wird grinsen und sich freuen, wenn Sie das nächste Loch bohren. Mhm, ganz genau. Das sieht man sogar hier. Man hat natürlich hier diese Aussparung. Wenn wir jetzt hier mal mit dem Uhrzeigersinn drehen, Moment, andersrum, so. Dann sieht man richtig, wie sich das tatsächlich durch die eigentliche Bewegung, durch die Bewegung des eigentlichen Bohrers hier, der Bohrstaub, in das eigentliche Gehäuse hineinzieht. Damit natürlich auch die Wand nicht angegriffen wird, damit da nicht Kratzer oder irgendwas anderes drauf entstehen. Sie möchten ein Loch, aber Sie möchten keine verkratzte Wand. Haben wir hier diesen Kunststoffaufsatz. Ich ziehe den mal eben raus. Ja, diesen ist schon fast so ein Vlies-Filzaufsatz, den wir hier haben. Und wenn das Gerät voll sein sollte oder wenn Sie tatsächlich hier den Bohrstaub drin haben, gehen Sie einfach zum Mülleimer und leeren das Ganze aus. Wenn Sie möchten, können Sie gerne mal feucht durchwischen, braucht man aber eigentlich nicht. Und schon ist das gute Stück wieder einsatzfertig. Auch da kann ich sagen, einfach wie genial. Wie oft haben Sie schon geärgert, dass Sie mal eben ein kleines Loch in die Wand gebohrt haben und anschließend wieder einen kompletten Frühjahrsputz veranstalten mussten. Damit ist das hier Geschichte. Bestellnummer ist die PE3387 und die 569 für unter 3 Euro unser Bohrstaubfänger. Massen an Werkzeug, Massen an Zubehör, Massen an Dingen, die man braucht. Wenn Sie jetzt zwischendrin eingeschaltet haben, haben Sie ein paar wirklich gute Dinge verpasst. Und das wollen wir Ihnen jetzt nicht vorenthalten. Wir fangen nochmal von vorne an und fassen Ihnen jetzt mal in aller Ruhe zusammen, was wir Ihnen gezeigt haben. Als allererstes fangen wir an mit unserem Ultraschall-Distanzmesser, nicht mit der HD-Dashcam, die kommt später. Mit unserem Ultraschall-Distanzmesser, die NC5411 und die 569. Das gute Stück funktioniert mit Ultraschall und gibt Ihnen in Sekundenbruchteilen tatsächlich Entfernungen bis zu 15 Meter, auch Quadratmeter oder Raummeter, Kubikmeter genannt, in einer bestechenden Geschwindigkeit und ultragenau wieder. Bestellnummer ist die NC5411. Die 569, der Preis liegt bei unter 13 Euro. Dann kommen wir zu unserem Drei-Arten-Detektor. Das bedeutet also Strom, Metall und Holz. Damit können Sie jegliche Unterkonstruktion oder eben auch mal beim Dübel in die Wand bohren, eben nicht das Kabel erwischen, sondern wissen ganz genau, ey, da ist eins, da kann ich keinen Dübel reinmachen. Das alles unter der NC5330 und der 569 für unter 25 Euro. So, wenn Sie Schwierigkeiten haben mit Ihrem Feuerholz oder mit Material, was von mir aus austrocknen sollte, aber noch nicht so ausgetrocknet ist, wie Sie das vielleicht vermuten können, dann können Sie schätzen, können noch Pi mal Daumen gehen oder aber Sie machen es einfach ganz genau und bedienen sich unserem kleinen Restfeuchte-Messgerät. Über die beiden kleinen Elektroden da oben dran kann man also jederzeit nachkontrollieren, wie viel Restfeuchte ist denn eigentlich noch drin. Das Ganze wird Ihnen in Prozent angegeben und natürlich auch durch die Leuchtdioden nach dem Ampelprinzip noch mal ein Stück weit untermalt. Damit wissen Sie, ob Ihr Feuerholz trocken genug ist für den Winter oder ob es noch ein paar Monate lagern soll, ob Sie den Estrich weiterverarbeiten können oder nicht. Bestellnummer ist die NC9062 und die 569. Auch das kleine Kerlchen gehört in jeden Werkzeugkoffer für unter 13 Euro. 100 Schraubenzieher zum Preis von 4, anders kann ich es gar nicht sagen. Das im perfekten Nylon-Paket hier mit Griff dran. Alles, was Sie brauchen für zu Hause, das alles unter der Bestellnummer NC5309 und der 569. Auch hier unter 20 Euro. Rechnen Sie sich mal den Stückpreis raus, das ist ein absoluter Knaller. So, für all die Fans von kleinen Geschichten, ja, also diese Feinmechaniker-Geschichten, die wir da haben, Modellbau zum Beispiel oder im Computerbereich, da findet man solche kleinen Schräubchen und wenn Sie nur mal eben schnell einen Brillenbügel oder eine Uhr reparieren möchten, in der Regel hat man nicht das richtige Werkzeug zur Hand, das haben eigentlich nur die Profis, das gehört jetzt der Vergangenheit an. Hier ist nämlich Ihr komplettes Mini-Schraubenzieher-Set für unter 15 Euro zu haben mit der PX3113 und der 569, das sind 28 nützliche Helfer, speziell für die ganz kleinen Elemente. Der kleinste Akkuschrauber der Welt, oder besser gesagt auch der meistverkaufteste von der genialen Firma Bosch, die so wirklich alles können, alles bauen, was man sich noch vorstellen kann. Das in der Version 4 mit Ladegerät und 10-teiligen Bitsatz unter der PV8320 und der 569. Den kriegen Sie bei uns unter 50 Euro. So, es ging aber auch um Schrauben bei uns und deswegen haben wir Ihnen zwei verschiedene Schraubensets gezeigt. Das ist das erste. 500-teilig mit der PV8320 und der 569 für unter 5 Euro. Ein großes Holzschraubenset in drei Ausführungen mit je bis zu 5 Stärken. Kreuzschlitz halbrund, Kreuzschlitz flach, Senkkopf und Potsie Drive als Flach-Senkkopf. Und das Ganze in der praktischen Box geliefert. PE4688 und die 569. Unter 5 Euro, müssen Sie sich mal vorstellen. Und dann noch unsere goldchromatisierten 400 Teile, alle Senkschrauben drin, die Sie brauchen. Die klassischen Holzschrauben PE4686 und die 569 für unter 7 Euro. Das ist unfassbar, wirklich.
Hammerpreise, die wir haben. Kleinteilehalter, wenn Sie die Schrauben, die Sie gerade im Set bestellt haben, vielleicht nicht unbedingt immer im Mundwinkel oder in der Tasche oder sonst irgendwo haben wollen, sondern beide Hände zum Arbeiten frei haben möchten, ist das die dritte Hand des Heimwerkers. Ist eine kleine magnetische Platte drauf, hält also alles Metallische bestens fest, auch wenn Sie sich bewegen. Das Ganze ist natürlich sehr flexibel und durch den Klettverschluss durchaus auch für ausgewachsene Männerhandgelenke durchaus angenehm zu tragen. Für unter 4 Euro NC5116. Und die 569. Unser Magnetisierer und Entenmagnetisierer, wir haben es Ihnen vorhin gezeigt, soll was magnetisch werden, können Sie es machen, soll was nicht magnetisch sein, geht es damit auch. Das alles unter der Bestellnummer PX7204 unter 569 für unter 3 Euro. So, unseren digitalen Messschieber durften wir Ihnen vorstellen und der ist absolut genial. Er ist wesentlich genauer als ein Lineal oder jedes Maßband und Sie messen hier bis auf einen Zehntel Millimeter genau, egal ob es um Durchmesser geht, Innen-, Außenmaße, Abstände, Tiefe von irgendwelchen Objekten und das Ganze sehr bequem ablesbar auf dem LCD-Display. Unser digitaler Messschieber, die NC5018 und die 569. Unser 71-teiliger Werkzeugkoffer, alles drin, alles dran, besser geht's gar nicht, Chrom, Vanadium, holen Sie sich den Profi nach Hause für unter 115 Euro mit der Bestellnummer NC3495 unter 569. So, dann haben wir natürlich auch den Werkzeuggürtel kennengelernt und der ist wirklich spitze, der magnetische Werkzeuggürtel. Es passen aber auch alle nicht magnetischen Elemente dran. Er ist verstellbar von einem Körperumfang von 60 cm bis 150 cm und hält locker 2,5 Kilo. NC5266 und die 569 für noch nicht mal 5 Euro. 204-teiliges Bohrer, Schrauben und Bizett. Geht gar nicht dran vorbei, brauchen Sie zu Hause, alles drin, alles dran. Holz, Metall, ja, komplette Beton und auch Holzfräser dabei. PE4742 und die 569 für unter 40 Euro, der Knaller. Für ein schnelles Loch in der Wand, unser Bohrstaubfänger, da brauchen Sie keine dritte Hand mehr, machen das alles sehr angenehm. Alleine mit der PE3387 und die 569 für unter 3 Euro. Legen Sie los. Ja.